Ja, hallo, herzlich willkommen bei HZ, dem Video auf heinzschmitz.org. Was Sie gerade gesehen haben, war der Brotkasten oder Insider Weiner C64 und wollen unsere heute digitale Nostalgie, dritter Teil, ausschließlich diesem Homecomputer mal widmen. Gut, es ist wieder unvollständig, wie immer, und es gibt ganz, ganz viele Leute, die viel mehr über den C64 wissen als ich, aber wer nachsehen will, guckt einfach bei Wikipedia nach. Also der C64 kam 1982 auf den Markt, wurde in Deutschland in Braunschweig gebaut und war ein Produkt der Firma Commodore. Commodore war da schon nicht mehr neu. Die wurden 1954 gegründet von Jack Tramiel und die haben dann zunächst mal Schreibmaschinen, mechanische Addiermaschinen, Taschenrechner, sowas gekauft. Und weil sie weiter wachsen wollten, haben sie 1977 MOS Technology gekauft, einen Chiphersteller. Mit der Technik kam der 1977 der PET auf den Markt, der PET 2001, Personal Electronic Translator. Das war auch so ein kleiner Rechner mit einem Bildschirm schon drauf, den man auch in Basic programmieren konnte. Das war übrigens das gleiche Jahr, 1977, in dem der Apple II auf den Markt kam. Auch der hatte einen MOSTEC-Chip, den 6502, drin als CPU. 1980 kam dann Commodore Deutschland, geführt vom legendären Winfried Hoffmann, der das dann auch lange Jahre begleitet hat. Die Firma gab es dann bis 1994, da wurde sie aufgelöst. In Deutschland hat man 1980 erstmal angefangen mit PC-Nachbauten und Amigas, also PC 10 bis PC 70 und den Amiga 1000 und 3000. 1982 war es dann soweit, der C64 erblickte das Licht der Welt. Und damit begann eine Erfolgsgeschichte, die unglaublich ist. Es sind in der Zeit, bis er bis die Firma aufgelöst wurde 1982, wurden irgendwas zwischen 15 und 30 Millionen Stück verkauft. Das ist eine Zahl, der kostete damals immerhin fast 1500 Mark in der Einführungsphase. Aber schon 86 hatte mal den 1 Millionsten C64, den gab es ja nur als Gold Edition mit handgravierter Seriennummer mit einem goldenen Gehäuse auf einer Acrylplatte, und der wurde auch nicht verkauft, sondern nur an spezielle Leute vergeben. Ja, und 1994 war dann vorbei, dann war die Zeit der Homecomputer vorbei, die wurden dann von den PCs und den Macs und sowas abgelöst. 1985 hatte auch der Jack Tramiel, der ausgeschieden war, die Firma Atari gegründet, und wie gesagt, 1994 ging dann das an Escom für 14 Millionen Dollar, die ganze Commodore. Aber die wollten dann die Marken ausgliedern, aber sind dann auch selber 1996 in Insolvenz gegangen. Und damit war dann die Reihe zu Ende. Es haben dann noch immer wieder Firmen den Namen, die Namensrechte nacherworben und haben auch Nachbauten. Die kriegt man auch heute noch. Oder es gibt auch Leute, die umbauen. Aber wir haben hier einen, tja, das war im Prinzip, was hier steht, war die Ausstattung eines Homecomputers oder eines ambitionierten Bastlers oder Programmierers. Also, das war ein Homecomputer. Ich habe den jetzt hier mal angeschlossen. Der C64 hatte natürlich wieder einen Haufen Schnittstellen. Dafür war er ja auch bekannt. Er hatte eine leistungsfähige CPU. Die hatte damals schon ungefähr 1 Megahertz, also nicht Gigahertz, 1 Megahertz. Und er hatte 64 Kilobyte Arbeitsspeicher. Und dann noch ein bisschen ROM. In dem ROM war dann das Basic drin und eine ROM-Kassette. Ich zeige das vielleicht mal, ein bisschen vorsichtig sein. Hier hinten konnte man auch nochmal ROM-Kassetten einschieben. Da waren dann Spiele oder Programme drauf. Dann hat er Anschlüsse hier. Das ist der HF-Anschluss für ein Fernsehgerät. Kanal 36 war das. Da gab es dann, damit es zu Hause nicht so viel Krach gab, wurde an den heimischen Fernseher angeschlossen. Da gab es dann so kleine Umschalter zwischen dem Rechner und der normalen Antenne. Damals hatte man auch terroristische Antenne. Deswegen steht übrigens auch hier ein anderer großer Monitor, weil der, den wir normalerweise haben, der kann mit diesen Signalen, die hier rauskommen, nichts mehr anfangen. Das hier war dann für den Videoausgang. Da gab es also Video als FBAS-Video, also nur eine Leitung, 5 MHz Bandbreite, und ein Stereo-Audio gab es dann auch schon. Denn auch der Commodore konnte schon ein bisschen
Geräusche von sich geben, soll auch nicht modizieren. Hier gibt es eine serielle Schnittstelle, da hängt jetzt hier in dem Fall die Floppy Disk dran, die kam auch ein bisschen später auf den Markt. Dann ist hier der Kassettenrekorder angeschlossen oder die Datasette angeschlossen und hier gab es so einen User-Port, da konnte man ganz viele Sachen selber bauen und löten, das gab es damals noch. Und hier auf der Seite sieht man das ja, da sind die beiden Control-Ports, die USB, wo kamen die USB-Sticks dran. Der Netzschalter und das, die Spannungsversorgung. Da gibt es auch was, das Original-Netzteil, das habe ich hier noch. Allerdings ist das abgebrannt, das geht nicht mehr. Da wollte ich es reparieren, aber das ist innen drin, ich weiß nicht, ob ich es jetzt aufkriege, ne, das ist innen drin vollkommen vergossen, sodass man da nichts dran reparieren kann. Deswegen war ich gezwungen, na, hier ist auch so ein Kästchen, wenn man von oben guckt, hier, das ist ein Kästchen, das passt an sich gar nicht dazu. Da habe ich mir eben selber ein Netzteil bauen müssen, denn der C64 läuft mit zwei Spannungen, mit 5 Volt Versorgungsspannung und mit 9 Volt Wechselspannung. Die braucht er vor allen Dingen, um das Bild zu synchronisieren, also die 50 Hertz bei uns, beziehungsweise 60 Hertz in den USA. Deswegen lief auch die deutsche Version mit 0,985 MHz der CPU und in den USA mit 1,023 für NTSC 60 Hertz. So, der Rechner. Dann haben wir hier die Datasette. Das ist ein Datenrekorder eben. Ein bisschen rüberziehen. Den zeige ich gleich noch mal ein bisschen was zu. Und haben hier noch die 1541 Floppy, die dann auch irgendwann auf den Markt kam dazu. Dazu, wenn man sich da näher mit interessiert, wie gesagt, bei mir, was ich erzähle, ist ziemlich unvollständig. Es gibt aber eine sehr gute Wiki-Seite, Wikipedia. Da ist das über ganz lange Zeit erklärt. Auch die verschiedenen Modelle, die es gab und wie Commodore auch versucht hat, hinterher, als die Zeit vorbei war, weiterzuleben. Und was die mir sehr geholfen hat, die Seite, das sind hier die Steckerbelegungen. Da gibt es die eine Seite von myoldcomputer.de, NL ist der Holland. Da gibt es dann die ganzen Stecker, die Steckerbelegung, User-Port-Belegung, die man am C64 findet, schön erklärt. Dank dieser Seite konnte ich auch hier das Netzteil dann einfach nachbauen. Und auch hier den Audio-Video-Stecker, den habe ich mir dann damit gebaut. So, ich sagte ja, es wurde denn am Fernsehgerät angeschlossen. Das war üblich. Das ist hier das schwarze Kabel und das geht hier. Ich habe noch so ein altes kleines Röhrenfernsehgerät, dieser hier. In der einen Kamera flimmert der ziemlich, in der anderen ist er ein bisschen ruhiger, wenn man schaut. Aber hier kann man, wenn man genau sieht, auch schon sehen, dass er sich gemeldet hat. Denn er hatte ja das Basic im ROM. Ich schalte jetzt mal den großen Monitor ein bisschen um, deswegen steht er auch hier, denn der kann noch FBAS, was nicht mehr viele können heute. Deswegen, da, Source. Deswegen brauche ich den auch im, deswegen ist er auch noch nicht weg, sondern steht hier noch. Also hier Video, das ist also FBAS-Video. Und das ist jetzt der Commodore, wenn man ihn einschaltet. Wie gesagt, er wurde in Basic programmiert. Ich nehme jetzt hier mal meine Tastatur und meine Maus weg. Das war ist vollkommen aus der... Ach, vielleicht brauchen wir sie gleich noch. Wenn man das Basic... Wie gesagt, mit Basics kann man sowas machen. For i gleich 1 to 10. Das jeder, der schon mal ein bisschen Basic programmiert hat, kennt das. Das ist immer so das erste Testprogramm. So ähnlich wie Hello World in C. Sagen wir mal, das ist Zeile. Zeile, Doppelpunkt, Semikolon, I, Next I. Nein, das bringt uns nicht viel. Da müssen wir die Zeilennummer vorschreiben. Das Basic hier braucht unbedingt eine Zeilennummer. Wenn ich jetzt sage ran, wird er eben Zeile 1 bis 10 schreiben. So konnte man programmieren. Wobei man dazu sagen muss, viele haben dann gar nicht mehr in Basic nachher programmiert, sondern direkt in Maschinensprache. Es gab Peek- und Poke-Befehle. Da konnte man direkt ins Memory reinschreiben und auch direkt Programme starten. Das war gut dokumentiert und so konnte man dann auch, ohne den Basic-Interpreter zu nehmen, ohne weiteres Programme entwickeln. Ich zeige Ihnen dazu vielleicht gleich noch was. So, wenn man das dann speichern wollte, nahm man eine Kassette. Eine Audiokassette im Prinzip.
hat die in seine Datasette eingelegt. Na. So, hat die in seine Datasette eingelegt und dann wollte man das Programm speichern. Das ging dann so, na, hier auf Record drücken, auf Aufnahme drücken. So, und auf dem Rechner sagen Save oder tippen Save. Jetzt geht das Bild erstmal weg. Und was er jetzt macht, er schreibt jetzt über dieses Data-Interface im Prinzip in einem Audioformat, im digitalen Audioformat, das Programm auf die Kassette. Ich hätte dem Programm auch einen Namen geben können, dann würde man das später wiederfinden. Unter dem Namen, falls man mehrere Programme hintereinander speichern will. So, jetzt ist die Aufnahme beendet. Ich kann also hier sagen Stopp und Rewind. Was ich jetzt mache, wird wahrscheinlich nicht klappen, denn leider ist die Datasette nicht mehr ganz in Ordnung. Die läuft noch, sie kann auch noch gesteuert werden, denn das Stopp beim Read, beim Laden, kommt an sich aus dem Rechner, der hält den Rekorder dann wieder an. Denn das kann ich jetzt machen. Ich kann hier mal löschen. Und jetzt ist das Programm weg. Na, so. Und kann jetzt sagen Load. Jetzt wird er sagen, starte die Kassette. Und dann geht das Bild erstmal wieder weg. Ich sage Play. Drücke Play, Play. So. Jetzt sucht er den Beginn des Programms. Irgendwann kommt er denn vielleicht, wenn er das jetzt hier zufällig mal ein bisschen was richtig aufgenommen hat. Es kann schon mal sein, dass er noch ein paar Bits richtig aufnimmt. Das ist aber eher die Ausnahme. Wenn er das denn finden sollte, dann sagt er, Programm gefunden und versucht es dann zu laden. Die Ladezeiten sind nicht das, was man heute erwartet. Das ging schon mal Minuten lang. Das war auch schon mal so lang, wenn die Programme etwas größer waren, dass man zwischendurch eine Tasse Kaffee trinken gehen konnte. Und so wie es aussieht, hat er jetzt hier, war er nicht in der Lage, das ordentlich da drauf zu schreiben. Deswegen wird er wahrscheinlich auch nichts finden. Stecker ist drin. Gut, dann müssen wir ihn gleich abbrechen. Denn ich wollte Ihnen noch was anderes zeigen. Und zwar kam ja irgendwann dann auch diese Floppy hier. Ich schmeiße das jetzt schon mal an mit der Floppy. Ich breche das jetzt einfach mal ab. Sie müssen mir einfach glauben, dass er normalerweise irgendwann denn mal kam und sein Programm gefunden hat. Aber hier sind wir jetzt nicht sehr erfolgreich. So, ich habe jetzt hier eine Floppy, 5¼ Zoll Floppy. Manche von Ihnen werden die vielleicht noch kennen. Es gab die ja auch später kleiner als 3,5 Zoll. Aber das ist hier eine 5¼ Zoll. Seltsamerweise, im Gegensatz zu dem, was ich erzählt habe über digitale Demenz, kann ich hier die Floppy noch lesen. Und zwar haben da irgendwann mal Hacker irgendwelche Spiele gecrackt. Um jetzt mit der Diskette zu arbeiten, gibt es einen Befehl. Die hat die Adresse 8. Also der ist ja hier eingesteckt über Seriell, hat jetzt die Adresse 8. Und dann kann man weitere dahinter hängen, da durchschleifen. So könnte ich dann auch zum Beispiel so eine Floppy kopieren. Aber ich habe hier nur ein Laufwerk. Das ist mit dem Kopieren ein bisschen problematisch, denn der Arbeitsspeicher ist zu klein dafür. So, ich sage jetzt also Load und dann ist das Kommando $8. Dann sucht er im Prinzip das Inhaltsverzeichnis. Und das, wenn er das dann mal gefunden hat, können wir uns auch ansehen. Das wird gelistet wie ein Programm. Es steht also wie Programmcode drin, bloß im Moment scheint er uns nicht zu wollen. Er macht doch keinen Stopp. Wenn man das jedenfalls, falls man das Verzeichnis hat. So, das ist die brutale Methode. Einfach ausschalten mal. Und jetzt probiere ich das nochmal. Der hat übrigens schon einen Fullscreen-Editor. So brauche ich den Befehl. Na, ich tippe nochmal. Gut, es hört sich so an, als ob er nicht mit mir spricht. Jedenfalls kann man denn das Inhaltsverzeichnis sich ansehen mit einem List-Befehl und
kann denn da auch, da er ein, ja, im Prinzip so einen Fullscreen-Editor hat, kann man denn mit dem Cursor wieder dahin gehen und dann einfach das Programm laden. Allerdings muss man sagen, so ein Programm laden, das, was ich Ihnen zeigen wollte, das dauert dann schon mal eine Viertelstunde. Beziehungsweise, ich mache jetzt mal einen kleinen Break, lade das Programm, wie gesagt, das wird eine Viertelstunde dauern, und dann machen wir einfach hier an der Stelle weiter. Ich probiere es mal. So, ich habe Sie zwischendurch einfach rüber gucken lassen, was er alles so macht. Ich habe also hier das Inhaltsverzeichnis mir auflisten lassen und dann habe ich gesagt Load oder bin hochgegangen, der soll das Baseball 1 laden. Um das zu spielen, braucht man ein wenig I.O. Da ich jetzt, ich habe zwar noch einen alten, so einen alten Joystick hier rumstehen, aber der ist nicht Commodore-kompatibel. Denn die brauchen im Prinzip nur 4-5 Schalter. Ich habe mir jetzt hier, so da oben kann man sehen, sowas selber gebastelt. Das kann ich hier in den Control Port 1 einstecken. Denn dieses Baseballspiel, das ich jetzt hier habe, das ist nicht mit der Tastatur zu bedienen. Da braucht man normalerweise so einen Joystick für. So, und jetzt kann ich ganz normal ran eintippen. Dann wird er anfangen. Das ist ein gekracktes Programm. Und hier hört man auch den Sound, den der Commodore liefert. So, und jetzt kann ich sagen Game. Und sage Play Ball. Ich kann jetzt kein... Ist gut. So, jetzt wird die Nationalhymne gespielt. Ich mache mal ein bisschen leiser. So, und danach wird dann das Spiel beginnen. Wie gesagt, ich kann den Schlagmann denn hier mit dem kleinen Knöpfchen bedienen. Also das, jetzt ist der Applaus des Publikums. Die Grafik ist natürlich nicht überragend bei den 320 Bildpunkten. So, und wenn ich jetzt hier drücke, dann schlägt denn der, zack, na, das war nix, dann schlägt der Schlagmann oder wie immer das heißt und versucht den Ball zu treffen. Ich meine, ich würde das ja im Original wahrscheinlich auch nicht schaffen. Hier habe ich es schon mal geschafft, ein, zwei Schläge, das war jetzt zu früh, ein, zwei Schläge zu treffen. Jetzt habe ich es. Okay, der geht jetzt in die Mannschaft rein, man kriegt dann auch die Leute auf dem Spielfeld dazu, dass die quer durch die Gegend laufen müssen. Wie Sie sehen, bin ich nicht der beste Spieler. Im normalen Basketball, Baseball wäre es wahrscheinlich noch schlimm, noch schlimmer. Einen versuche ich noch. Ja, da gibt es jetzt irgendwas, läuft da hin und her. Und damit ist dieses Inning aus. Jetzt würden normal die Schläger, die Aktive gewechselt. Und jetzt geht hier mein Dings nicht mehr. Da müsste man andere Belegungen haben. Die habe ich aber nicht mehr zusammengelötet, sondern ich wollte das nur einfach mal zeigen, dass er also auch schon sowas Ähnliches wie Musik machen konnte. Und dass man interaktive Spiele macht. Und die gab es dann damals auf ROM, die wurden eingesteckt. Jetzt sagen Sie sich natürlich, ja gut, was will ich mit einem C64? Ich würde mich auch ganz gern mal ein bisschen damit befassen. Auch da gibt es Lösungen für. Das will ich Ihnen noch ganz kurz zeigen. Und zwar gibt es Emulatoren. Auf einem normalen PC laufen die. Einmal gibt es hier, das ist einer, der läuft, Entschuldigung, der ist in JavaScript geschrieben und der läuft ganz normal ohne Installation auf dem Browser, in einem Browser. In dem Fall ist es jetzt hier der, nee, jetzt muss ich die andere Tastatur nehmen. So. Das ist jetzt hier der C64 in JavaScript auf einem ganz normalen Browser. Braucht nicht installiert werden, nichts. Und auch da kann man sowas machen. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier unten kann man die Commodore-Tastatur einblenden. Denn das Gleichheitszeichen liegt irgendwo da. Und da ich hier an meinem Rechner keine
C64-Tastatur habe, muss man das umsetzen. Jetzt wieder 20. Und so, und wenn ich Glück habe, läuft auch das Programm. Das ist also, wenn man das einfach mal ausprobieren will und hat keinen C64 zur Verfügung. Dann kann man natürlich das auch, man kann sich auch einen C64-Emulator installieren. Die gibt es als Open-Source-Programme. Ich habe hier mal einen aufgemacht. Ich mache den auch groß, den kann man auch schön groß machen. Und auch da geht das Gleiche. Ich glaube, ich habe kein Programm drin. Nein, ist kein Programm drin. Hier ist sogar die Anpassung an die normale PC-Tastatur erfolgt. Ist ein riesen Softwareprojekt, das ich hier jedes Mal eintippe. So, und auch hier kann man das jetzt einfach laufen. Ja. So, jetzt. Jetzt kann man auch das hier laufen lassen. Und auch hier kann man über die Taste F12 sich zum Beispiel Peripherie, die man dazu hat. Also könnte ich jetzt aus meinem, ich habe mal dieses Programm hier, können das ja mal löschen, habe ich glaube ich mal abgespeichert. So, jetzt ist wieder alles leer. Kann hier mit F12 auch Peripherie Anführungszeichen bedienen. Ich kann jetzt also hier sagen Load. Ich glaube, das Programm hieß Test. Upp. Das heißt noch nicht Loaf, sondern Load. Also ich hatte dem Programm einen Namen gegeben. So, sag jetzt Load Test. Und jetzt muss ich Play auf meinem Tape drücken. Ich meine, die Bedienung ist nicht so ganz komfortabel, aber so, ich müsste Play auf dem Tape gedrückt haben. Hier steht nochmal plus Play on the Tape. Weiß ich nicht, was er von mir will. So, jetzt lädt er das Programm. Das hatte ich Test genannt. Das ist das gleiche mit dem Print-I. Und das hat er irgendwann runter. Und das ist auch die Ladegeschwindigkeit, die man bei einem echten Tape hätte. Das ist einfach ewig lang alles. Und wie Sie sehen, hat er sich dann auch wieder aufgehängt. Na gut. Irgendwann, nach einigen Minuten, käme dann auch dieses dreizeilige Programm wieder. Aber es geht ja um das Original. Nehmen wir den mal wieder drauf, den Bildschirm. Da ist das Original wieder. Nein, nicht VGA. Der ist unter Video, FBRS Video. So, und da haben wir wieder den Original C64. Und das war jetzt einfach nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus der ganzen Welt um den C64 rum. Wie gesagt, unvollständig und einfach mal nur so ein bisschen nostalgisch gucken, was man so mit so altem Spielzeug machen kann. Denn das war das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich darf Ihnen noch einen wunderschönen Tag wünschen und vielleicht sehen wir uns bald wieder hier auf heinzschmitz.org.